Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Wins and Fails. Heute mit Northwind. Ich versuche mich nochmal am New Hillcrest Championat, nachdem die letzte Aufnahme ja kaputt gegangen ist, wo ich die silberne Schleife gewonnen hatte. Sollte ich gewinnen oder eine der Schleifen gewinnen, umso besser. Wenn nicht, dann zeige ich euch dennoch die silberne Schleife zum Abschluss nochmal, denn die konnte ich euch ja jetzt leider nicht zeigen, dadurch, dass eben die Videofile kaputt gegangen ist. Und ja, mal schauen, wie es läuft. Ich mache jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich, wenn es losgeht. So, los geht's mit dem Championat. Ich muss schon sagen, auch wenn ich es jetzt viermal geritten bin, ich bin immer noch ultra aufgeregt, weil ich es immer noch nicht ordentlich hinbekomme. Das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. So, hier versuche ich jetzt wieder den Tipp, den ihr mir gegeben habt, hier drüber zu springen, dass ich hier vorbei kann. Ja, ich habe zwar einen kleinen Haken geschlagen, der mich Zeit gekostet haben könnte, aber immerhin. Puh, so, jetzt kommt der Punkt, wo ich immer fail. Ich bleibe nämlich immer in einer Biene hängen. So. Und zwar in genau diesen. Da bleibe ich immer hängen, aber ich sehe, dass das nicht nur mir so geht. Nicht nur mir. Das beruhigt mich. Also die sind aber auch wirklich fies, weil man da nicht so richtig gut ausweichen kann. Weil man da gerade über den Sprung kommt. Die sind richtig, richtig übel. Puh, bislang bin ich noch gut platziert. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Die Stella Mighty Water da vorne mit dem Friesen. Die ist flott unterwegs. So. Puh. Gott, mir klopft das Herz, das glaubt ihr gar nicht. Es ist doch nur ein Champi, meine Güte. Aber ich will nicht schon wieder versauen hier. Hallo, Ricky. Nein, oh. Oh, oh, oh. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Es läuft gerade echt ganz gut. Und es wäre schön, wenn das weiter so laufen würde. Die erstplatziert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf, 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 Northwind. Lauf, lauf, lauf. Yes, yes, ich hab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, ich stelle mich gerade übelst an, aber ich bin gerade einfach nur so. Oh mein Herz. Oh Gott. Oh Gott, bin ich gerade happy. Ich hau mir gerade glatt die Kopfhörer raus. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin endlich durchgekommen. Oh mein Gott, aber ihr seht diese blöde Stelle da unten mit den Bienen. Da habe ich noch keinen guten Trick gefunden. Und ich glaube, das geht vielen so. Oh mein Gott. Oh, ich bin so richtig zittrig gerade. Kann ich gerade schon schreiben oder geht das noch nicht? Nee, kann ich noch nicht. Also, wer war alles dabei? Die Stephanie Oakdawn, die Josephine Longstone, Alla Ponyberg, Dashia Longland, Yvonne Eagle Knight, Vanessa Greennose, Olympia Dog Knight. Ach, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, die Olympia. Hannah Arkwright, Vivian Light Knight, Luciana Pinkpolus, Pia Snowfoot, Claudine Pineborn haben wir da, Fiona Panda Daughter, Julie Birchland, Stella Mighty Water, Judith Eastlake, Nicole Haynest, jetzt wollte ich gerade sagen Heunest, na gut, wäre eine Mischung aus Deutsch und Englisch gewesen, Nicole Haynest und auf den ersten dreien die Justine Slow Knight, die Nina Hawknest und ich habe es endlich mal geschafft, yes! Wow, was ein Rennen, was ein Rennen. Ich habe echt am Ende, wo ich dann gemerkt habe, okay, du kannst es schaffen, dann werde ich nochmal zittriger. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß, ich mache hier gerade ein Riesentheater drum, aber ich bin gerade einfach nur happy. So, ich mache jetzt nochmal einen Cut und dann zeige ich euch noch die Schleife vom zweiten Platz als erstes, weil ich die ja als erstes gewonnen habe und dann auch noch die Schleife von heute vom ersten Platz und ja, dann wollen wir mal. So, und da bin ich wieder. Ich zeige euch jetzt zuerst noch die Schleife vom zweiten Platz, die ich vor circa einer halben Woche gewonnen habe. Wir sehen hier dieses so ein bisschen bräunliche Silber fast. Mit, ja, nehmen wir den Kopf nach vorne.
mit dem Hufeisen hier außen rum, jetzt zappelt Northwind gerade leider sehr ungünstig rum, mit dem Hufeisen hier außen rum, wo das Pferd durchspringt mit der wehenden Mähne und diese weiß-roten Bändchen. Ich mag ja die Schleifen immer sehr gerne, die diese drei Bändchen haben. Und ich mag hier einfach auch das Symbol sehr, sehr gerne. Es ist klar ersichtlich, was es ist. Es ist nicht so verschwommen wie bei manchen von den alten Schleifen. Ich finde diese Schleife einfach nur wunderschön. So, und hier haben wir jetzt auch noch die Schleife vom ersten Platz in diesem richtig schönen, strahlenden Goldton. Ich finde die so toll. Das leuchtet einen so richtig an und das ist jetzt für mich natürlich gerade nochmal schöner. Yay, endlich! Ja, definitiv meine Lieblingsschleife von allen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Fischerschleife auch sehr schön. Ich mag auch die vom Jorvik-Stahl sehr, sehr gerne. Die hier toppt das Ganze aber nochmal ein bisschen mehr, weil sie einfach, finde ich persönlich, ein sehr, sehr schönes Symbol hat mit diesem Pferd und dem Hufeisen. Hat SSO toll gemacht, sieht richtig schick aus. Und ja, das war's dann für die heutige Folge Wins and Fails. Danke fürs Zuschauen und yes, endlich. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.